Alter Vater, Junge, ist das ein Teil, oh! Junge, 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 Junge. Boah. So, dann nehme ich hier. Das geht nicht, das muss ich hier bauen, okay. Oh, trifft sich ja, genau. So, und dann quasi hier runter. Und dann kann man das nämlich hier, guck mal, zack, und dann hier hinten durchführen. Super. Haben wir nämlich hier so einen Durchgang, weißt du? Ja, dann können die Studenten nämlich hier hoch und dann hier drüber gehen und sind immer noch dann im Dingens, weißt du? Im Universitäts... Gebiet quasi. Okay, aber und stimmt, wir haben die medizinische Fakultät auch noch gekriegt. Oh Gott, die ist wieder so groß. Oh Gott. Oh, die passt hier hin. Bada bing, bada bong, bada bum. Guck dir das Ding an. Alter Vater, Junge, ist das ein Teil, oh! Junge, 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 Junge. Boah. Holy fucking moly. Junge, ist das groß. Puh, Alter, das ist das größte Gebäude, was ich glaube, ich bis jetzt in der ganzen Stadt stehen habe. Also allein von Masse, ne? Von der Größe der Masse her. Klar, okay, die sind auch sehr groß, aber guck dir mal, wie groß das Gebäude ist. Guck dir das mal an, was das für ein Kravenzmann ist. Alter Schwede, ey. Boah, kannst du keinem erzählen, ne? Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Das ist alles Unigelände, ne? Das hier, bam, da, hier, das ist alles Unigelände. Und die Dinger gehören auch noch dazu, wenn wir dann soweit sind, ne? Boah, holy shit, ey. Was haben wir hier? Wo fehlt's denn jetzt eigentlich hier dran? Okay, ich glaube, wir brauchen noch Schlafsäle, ne? Weil eigentlich sind die sowas von null ausgelastet hier. Ganz ehrlich. Aber die Attraktivität ist einfach der Hammer hier. Die Attraktivität. Wir kriegen doch keine Schüler hier rein. Das ist das Problem. Ich glaube, wir müssen hier wirklich mal anbauen, dass hier mehr Menschen leben halt in der Richtung. Machen wir das halt so. Pass auf. Müssen wir echt dafür sorgen, dass hier mehr Leute leben. Ort ist bereits belegt. Ja, du bist auch bescheuert.
Sag mir gerade gar nichts. Ich weiß auch nicht warum. So, und dann. Zack. 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 So, läuft. Jetzt haben wir nämlich hier einen Anschluss gebaut. Das heißt, die Leute können auch von hier dann quasi hier drauf fahren. Glaube ich auch ganz gut, wenn wir da mal so einen wenn wir da mal so eine Abfahrt gebaut haben, glaube ich. Trifft sich ganz gut, weil wir haben ja hier wirklich lange, lange nichts. Nicht mal hier ist irgendwo was. Der letzte Abgang ist hier hinten. Heißt, alles, was hier quasi wäre, wäre entweder da oder hier hinten. Es ist sogar ganz gut, dass wir da mal was gebaut haben, damit wir da mal so einen Abgang halt haben. Echt, echt ganz gut eigentlich. Ja, haben wir hier einen schönen Abgang jetzt gebaut. Bam, der hier richtig schön reingeht. Und dann können wir hier schön unsere Sachen quasi machen. Ja, so, so ist schön. Schön hier smooth gerade rein. Das soll richtig schön auch aussehen, wenigstens. So, sehr schön. Damit das mal hier anständig aussieht. Läuft mittlerweile eine Menge Verkehr drüber, ne? Über das Ding hier. Was ist das eigentlich für ein Verkehrsfluss? 59%. Wir haben relativ viele Wege, die richtige Nadelöhre sind, ne? Jetzt zum Beispiel die absolute Hölle ist hier los. Ja, so ist okay. Dann kannst du nämlich jetzt hier sagen, pass auf, da geht's nur nach links, da geht's nur nach rechts. Dasselbe hier auch. Das zwei nach links, eine geht nach rechts. Dasselbe hier, alles geht nur nach rechts. Weil nach links will ich nicht, dass sie nach links fahren. Und dann kannst du nämlich sagen, weg damit. Und kannst hier quasi einfach nur sagen, ich möchte gerne an dieser Stelle, dass hier der Verkehr fließend ist. Ne? So, und dann würde ich sagen, könnte man sogar, weißt du was, pass mal auf, wir machen das sogar so. Wir reißen die Straße hier ab, versetzt das Kraftwerk. Okay, wir reißen es sogar ab, sich gerade. Nicht genügend Rohstoffe und tschüss. Geht direkt mal raus, das Ganze. Pass auf. Ja, das ist eigentlich ganz gut. Wir machen das sogar so. Wir lassen das so hier. Dass die Leute nicht mehr hier drüber fahren. Damit hier der Verkehr verschwindet. Dass sich der Verkehr, wenn er hier weg will, eher hier rüber fahren muss an alles. Ist, glaube ich, besser. Pass auf, dann können wir hier auch eine sechsspurige Dingens draus machen. Eine sechsspurige Brücke. So. Ist, glaube ich, besser. Ja, jetzt hat das Nadelöhr, ne? Ja, viele wollen hier nach rechts, ne?
Guck mal, das staut sich halt hier, weil hier die Leute halt lange warten müssen. Wenn wir hier die zwei, hier die Ampel mal wegmachen, wie läuft das denn? Er sollte mich mal so ein bisschen um meinen Verkehr mal kümmern, ne, merke ich gerade. Glaube ich gar nicht verkehrt, wenn ich mich mal so ein bisschen um meinen Verkehr mal kümmere. Müssten wir echt mal wieder machen, weil 57% ist nicht so geil. 65 dadurch jetzt. Guck mal, ich habe den Verkehr so ein bisschen jetzt quasi so ein bisschen reduziert dadurch. Problem ist aber halt, hier ist halt immer noch eine Menge los, ne? Ich glaube, ich baue besser hier einen Kreisverkehr hin. Glaube ich besser. So, können wir das? Können wir das versetzen? Können wir das versetzen irgendwo? Pass mal auf. Ist das das Hauptgebäude? Nee, das ist nicht das Hauptgebäude, oder? Ist das das Hauptgebäude? Warte mal, wie groß ist das hier? Hier. Da. Das ist das ganze Stück hier, ne? Das ist das komplette Teil hier. Da hier. Das komplette Teil ist das, ne? Pass auf. Machen wir das hier oben mal hin. So, und hier ist ja eh nichts. Pass auf, dann machen wir hier mit dem Tool machen wir hier einen, ich würde sagen, wir machen einen 60er. Ja, ist glaube ich besser, ein 60er Kreisverkehr. Zack. Vergesse leider jedes Mal da einzustellen, dass ich gerne Dingens hätte. Moment, der Anschluss kommt neu. Den Anschluss machen wir gerade neu. In der Hoffnung, dass das dadurch dann besser läuft hier. Müssen wir natürlich dann ein bisschen anheben hier, weil natürlich wegen dem Gefälle hier, dass alles so leider ist, müssen wir das so ein bisschen anheben hier an der Stelle. So. In der Hoffnung, dass das hier besser läuft dadurch. So, dann sagen wir auch hier haben alle Vorfahrt. Und der Verkehr soll auf jeden Fall hier durchgehend fließend laufen. Die Symbole sind dafür da, dass hier der Verkehr, der hier fließt. Das ist fließender Verkehr, heißt das hier. So. Und ich sehe, meine ich, jetzt schon eine Verbesserung.
Dasselbe könnten wir eigentlich auch hier hin machen. Beispiel, wir machen die. Warum ist hier eine Grundschule? Wir würden nämlich zum Beispiel hier sagen. Pass auf, wir werden das hier ändern. Die ist scheiße hier, die Brücke. Die ist echt scheiße. Bringt es was? Ich überlege gerade, bringt es was? Pass mal auf, ich habe die Idee. Pass mal auf, wir probieren mal was. Wir probieren mal was. Und zwar, wir sagen, das hier ist einfach eine Brücke hierfür. Und dann gehen wir den Weg und sagen, hey Leute, wenn ihr darüber wollt, müsst ihr so fahren. Leider ein bisschen übertrieben gemacht hier, aber ist ja nicht schlimm. Lass hier noch was runtersetzen. Ne, so. Dass der ganze Verkehr, der einfach hier rüber fließt, hier lang läuft. Wir gucken mal gerade, wie das aussieht. Wir gucken mal gerade. Lass mal gerade mal laufen. Natürlich immens viel Verkehr haben wir natürlich jetzt hier. Müssten wir hier so ein bisschen mit den Linien arbeiten. Und zwar, wir sagen den Leuten, hier geht es nicht mehr geradeaus. Hier geht es nur noch so. Dasselbe hier auch. Hier geht es nicht mehr geradeaus, sondern nur in die jeweiligen Richtungen. Dasselbe hier auch wieder. Hier geht es nur in die Richtungen. Dasselbe hier auch. Hier geht es nur in die Richtungen. So. Als du nur geradeaus willst, musst du hier durchfahren. Und jetzt können wir das Ganze noch folgendes machen. Wir machen die Ampel weg und setzen mal gerade die Linien. Pass auf. Und zwar, das ist ziemlich einfach. Du machst das so, du machst das so, du machst das so und machst das so. Und dann machst du das so, das machst du so, das so und das so. Dann machst du das so, das machst du so. Das so. Und wollen wir noch was vergessen? Hier noch. Ich habe. Ah ja, von hier nach da. Und dann sagst du noch, pass auf. Hier ist mehr Verkehr. Wir machen hier, dass hier der Verkehr eher ist. Und wir soll auch hier fließend sein. Genau. Und ich würde sagen, wir machen auch hier mal gerade Fußgänger weg. Ist, glaube ich, auf der Stelle hier eh scheiße. Wobei doch hier können sie rüberlaufen, aber hier nicht. Ja. Wir lassen hier sogar wechseln. Pass mal auf. Gucken, wie es jetzt läuft. Weil hier ist halt immens viel Verkehr, ne, an der Stelle. Habe ich das hier so gemacht? Das Pfeile für diese Spur kann nicht geändert werden, weil du Spuren von Hand verbunden hast. Habe ich das? Ach so, das ist geradeaus. Das wäre hier wirklich rechts. Ah, okay. Ah, okay. Ja, und hier müssten wir auch mal die Ampel wegmachen, wa? Damit hier der Verkehr besser fließt. Die Roundabout mit ich auch mal zumachen, die Mod. So, meine Lieben. Was sagt der Verkehr? 62%. Hier ist immer noch Schicht im Schacht. Hier ist immer noch Problem. Aber wir müssen mal gucken, wenn wir das eine Zeit lang laufen lassen, wie sich das verändert. Hier ist eigentlich gar nicht mehr so tragisch, finde ich. Problem ist halt hier nur. Die dauernden Ampeln sind hier das Problem, finde ich. Und wir haben hier ein Problem mit den Straßen. Ich würde sagen, ganz ehrlich, ich scheiße da jetzt drauf, dass wir da jetzt Gebäude verlieren. Ich update das jetzt hier.
Ja. Genau. So machen wir das, meine Lieben. So machen wir es. Wir machen hier noch, Moment, hier noch. So. Und dann würde ich sagen, wir machen heute Schluss für heute, meine Lieben. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Cities dann. Und schauen wir mal, wie sich der Verkehr so ein bisschen beruhigt, während das jetzt hier offscreen läuft. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bis dann. Ciao.